Hokus, Pokus, Fidibus, dreimal schwarzer Kater und dann wird auch noch gespuckt. Und was passiert? Nichts passiert. Ganz anders läuft es, wenn die Creme de la Creme der deutschen Zauberer sowie am Wochenende in Reinbek ihren kleinen Zauberstab schwangen. Alle, die dort aufgetreten sind, sind bereits für die Weltmeisterschaft in Japan qualifiziert. Nur so ein Ticket kostet verdammt viel Geld. Von daher die Gala, denn Geld aus dem Zylinder zaubern können die Magier auch noch nicht. Und wir waren natürlich dabei und wollten von den Magiern wissen, wie funktioniert denn das nun eigentlich mit dem Kaninchen aus dem Zylinder zaubern und dem Zersiegen der Frau? Sie wollen also wissen, wie unsere Tricks funktionieren? Glaubt ihr im Ernst, dass wir irgendwas verraten? Da wären wir ja schön dumm. Nein, bei uns haben Sie keine Chance. Wir halten zusammen. Aus uns bekommen Sie nichts raus. Das haben schon ganz andere versucht. Wir verraten nichts. Geben Sie es doch bitteschön auf. Wie die schwebende Jungfrau, die wahrscheinlich gar keine mehr ist, zum Schweben gebracht wird, bleibt also weiterhin ein Geheimnis. Genau wie die anderen Tricks, allesamt vorgeführt von Deutschlands besten Magiern und Magierinnen. Ein wunderschönes Kunststück, sehen Sie, das Seil wird hier vorne zerschnitten. Ratsch, 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 ratsch. Links eine Hälfte, rechts eine Hälfte. Und jetzt zeige ich Ihnen das Ganze mal rückwärts. Und das Seil ist wieder heil. Doch Bernhard Wolf kann nicht nur Seile rückwärts zerschneiden, sondern auch Lieder rückwärts singen. Zu Ngengol a, zu Schnob ergefsiv, oi un, Efata, Ib, Uchtnauia. Ja, Mia. Na, schon erkannt, live gesungen, mit einem Tonband aufgenommen, wird Wolfs Rückwärtsgesang rückwärts abgespielt zum Welthit. I want to be a part of it. Eine Verwandlung der noch schnelleren Art zeigte zum Abschluss der gelungenen Gala dieser Herr.